Herzlich willkommen bei Play at Home. Mein Name ist Julia und heute gibt es wieder ein Spiel zum Mitmachen. Ich habe diese Woche das Märchen vom alten Mann und dem Regenbogen auf der Landestheater-Webseite gehört. Habt ihr auch schon mal einen Regenbogen gesehen? Diese schimmernden Farben, so schön. Auf jeden Fall ist mir dann gleich nach der Geschichte ein Farbspiel eingefallen. Habt ihr Lust mitzumachen? Na dann, los geht's! Schritt 1. Suche dir eine Farbe aus. Vielleicht nimmst du ja deine Lieblingsfarbe. Ich habe mich für Blau entschieden. Schritt 2. Suche nun überall in der Wohnung nach Gegenständen, nach Sachen in deiner gewählten Farbe. Ich mache mich gleich mal auf die Suche nach blauen Gegenständen und sammle sie alle an einem Ort. So, fertig. Ich möchte euch noch zwei lustige Gegenstände zeigen, die ich gefunden habe. Das eine in der Küche ist ein Zucchini-Spaghetti-Schneider. Da kann man aus Zucchinis Spaghetti machen. Und das zweite, die schauen besonders lustig aus, das sind zwei so Gumbi-Noppen-Dinger. Und da kann man sich auf den Boden legen, so drauf. Und dann gehen die Schmerzen im Nacken weg. Auf jeden Fall werde ich schauen, wie ich diese zwei Dinge verwenden kann. So, und jetzt ist es soweit. Schritt 3. Ihr seid sicher schon gespannt, was mit den gesammelten Gegenständen in einer Farbe nun passiert. Wir schlüpfen jetzt in die Rolle von Künstler und Künstlerinnen und bauen ein Kunstwerk. Das heißt, ihr nehmt all die gesammelten Gegenstände, ihr könnt auch eine Schnur oder ein Klebeband verwenden, und baut diese Gegenstände zu einem Kunstwerk zusammen. Wenn ihr damit fertig und zufrieden seid, dann gebt dem ganzen Kunstwerk auch noch einen Titel, also einen Namen. Viel Spaß! Mein Kunstwerk trägt den Titel Captain Blaubart auf der Flucht. Vielleicht habt ihr auf dem Bild gesehen, dass Captain Blaubart viele Schätze gesammelt hat. Und jetzt wird er von einem kleinen Polizeiauto verfolgt. Jedes Kunstwerk erzählt nämlich immer auch eine Geschichte. Nun könnt ihr, wenn ihr wollt, Freunde oder Familie einladen und ihnen euer Kunstwerk präsentieren. Vielleicht erzählt ihr auch eine kleine Geschichte dazu. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Foto von euch mit dem Kunstwerk schickt, das wir dann auf unsere Homepage stellen können. Und noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Ihr könnt doch eine ganze Ausstellung machen. Spielt das Spiel einfach gemeinsam mit eurer Familie oder euren Freunden und macht es einfach so. Jede Person hat ein paar Minuten Zeit, vielleicht ungefähr 3 Minuten, um Gegenstände in einer Farbe in der Wohnung zusammenzusuchen. Dann soll jede Person ihr Kunstwerk bauen und dann zum Schluss in einer Ausstellung den anderen präsentieren. Nehmt natürlich alle unterschiedliche Farben. Dann wird es ein farbenfrohes Farbenspiel. Viel Spaß! Ach ja, und wegräumen nicht vergessen. Machen wir es einfach gemeinsam. Schauen wir, ob wir es in einer Minute schaffen, alle Gegenstände wieder auf ihren Platz zurückzubringen. Okay, und los!